Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Ich habe hier wieder was von Temu. Kann man jetzt sehen? Temu. Aber ich habe da bei diesem Influencer-Programm mitgemacht, wo man halt so ein paar Sachen aussuchen konnte. Nicht alles aus dem ganzen Sortiment, aber ein bisschen konnte ich aussuchen. Links findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und da habe ich mir gedacht, da sind nämlich ein paar Sachen mit bei, die ich sowieso bestellen wollte, weil ich werde sowieso demnächst nochmal eine Temu-Bestellung machen mit ein paar Sachen, die ich mir notiert habe, die ich unbedingt gerne testen will. Und ihr jetzt wieder kommt, ja, viel davon ist China-Schrott, was bei Temu ist. Über die gefakten AirPods, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Das ist für einen Euro noch was, kann man keine AirPods kriegen oder was die da kosten. Das ist mir vollkommen klar. Aber ich habe einige Sachen in der letzten Bestellung, die ich selber gemacht habe, für sehr positiv empfunden. Die Flasche, den Schlüssel so ein paar Sachen. Und da habe ich da auch noch mal was ausgesucht. Und ich habe auch noch welche Produkte, die ich selber auch noch testen wollen würde. So, jetzt müssen wir aber hier erstmal irgendwie auffriemeln. Ob das hier irgendwie aufgeht. Kann mir noch gar nicht vorstellen, dass da alles drin ist, was ich da bestellt habe. Fällt mir noch gar nicht. Ach, da ist ja so ein Beutelchen drin. Das hatte ich bei der letzten Bestellung nicht. Oder hatte ich da auch so ein Beutelchen drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich mir mein Video selber nochmal angucken. So. Ah. So, jetzt haben wir das. Da ist unsere Temu-Tasche. Ich werde euch mal ein Stück rüber machen und ein Stück runter, damit ihr das jetzt mitsehen könnt, wenn wir das jetzt auspacken. So. Und zwar haben wir das, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Sachen. 6 Sachen haben wir hier drin. Na gut, das kommt jetzt natürlich wie. Ist klar, wenn das so gut verpackt wird, wie durch den Arsch, aus dem Arsch gezogen an hier. Aber zu dem Ding mache ich dann nochmal ein separates Video. Weil sowas in der Art habe ich schon. Hier haben wir dann halt eine Fernbedienung, eine Plattform, so mit Mondkratern. Und dann halt hier so ein Astronauten. Den kann ich euch schon mal anteasern. Hoppala, der Kopf. Oh, der Kopf ist magnetisch, cool. Ah, da ist der Kopf. Der ist magnetisch. Das werden wir uns dann aber alles in einem separaten Video angucken. Ich will halt hier noch nicht so viel spoilern. Es geht ja jetzt erstmal nur darum, was da alle drin ist. Aber es ist nicht kaputt gegangen, also, obwohl es so aussieht. Aber wie es aussieht, ist ja auch vollkommen egal. Hauptsache ist da drin, was drin sein soll. Hier so ein Astronaut. So. Dann haben wir hier. Ach so. Transparent. Wohin? Ich habe da eben in der schwarzen und in der durchsichtigen Platte. Naja, okay. Entschuldigung. Hier sind so Bauteile drin, das werden wir auch in einem separaten Video zusammenbauen. Das soll ein Controllerhalter sein. Für zwei Controller. Den würde ich gerne bei der Switch dann oben hinstellen. Und meine Switch-Controller, weil die sich ja auch zugemehrt haben. Und da gibt es auch noch andere mit Schwarz für die Arbeitsplatte und also für Glowboard. Das werde ich dann auch noch in einem späteren Mal
bestellen. So, was haben wir hier? Ach, hier haben wir die Angeltierchen, also Angel und Tiere. Kennt man irgendwas? Ich mach mal hier auf. Ja. Hier ist dann zum Beispiel ein Mr. Krabs. Wartet mal, ich muss mal hier Fokus. Na, ach, ist doch nicht. Wartet mal, ich muss mal hier den Fokus umstellen. Der hat sich wieder verstellt. Der sollte eigentlich auf automatisch sein. Ist er aber nicht. So, dann haben wir hier noch Fische drin und noch mehr Fische. Ja, echt süß. Und eine Angel ist auch mit bei oder zwei. Ich weiß es gar nicht. Könnten so ja zwei kleine Angeln sein. Das ist für die Kleine, für zum Spielen, damit sie halt so ein bisschen angeln lernt. Wenn wir nächstes Mal auf dem Rummel gehen, damit sie da halt. Na, ihr wisst schon. So, dann haben wir hier einen USB Flash Drive 64 GB in Schwarz mit einem Anhängerfeuer. Alle Produkte werde ich euch natürlich in die Videobeschreibung verlinken. Der hat auch nur ein paar Euro gekostet. 2-3 Euro. Der ist aus Metall. Ja. Und dann ist da praktisch auch schon der USB-Drive. Und dann haben wir dann halt noch hier so Zeug, dass wir den anhängen können. Das machen wir auch nochmal in einem separaten Video, wo wir die USB-Drives alle vorstellen werden. Also der hat jetzt 64 GB. Und dann habe ich hier noch... Das ist wirklich ein Bundle gewesen. Leckt mich doch. Ich wusste nicht, dass... Also, es sah aus wie ein Bundle. Aber es war un... Und wirklich, ey. 1, 2, 3, 4. Viermal in verschiedenen Farben 64 GB Sticks. Und ich habe die schon mal gehabt. Also, so eine Art. Ich muss die dann auch testen, ob da wirklich 64 GB drin sind. Die sollen für das Auto sein. Dann kann jede Kind und Frau halt eine Farbe machen und dann Lieblingsmusik drauf machen. Und dann haben wir da eigentlich das größte Teil alles bei, was nicht gerade bei Spotify ist. Und dann haben wir hier noch was. Warte mal, ist hier. Ach, hier ist kaputt. So. Ach, hier ist der andere. Genau. Hier ist der mit der andere Controllerhalter mit der weißen Platte. Ja, seht ihr? Kann man jetzt sehen halbwegs? Den werden wir dann auch noch zusammenbauen. Leider, ich wollte auch so große Flaschen haben für den Kühlschrank. Die waren nicht zur Auswahl. Die werde ich dann, das kann ich schon mal spoilern, die werde ich mir dann holen demnächst. Ja. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen. Und das sind so um die 58 Euro gewesen. Also da ist doch eigentlich für jeden was dabei, würde ich sagen. So, das... Soll es für den Temu Haul auch gewesen sein. Und ja, jetzt mache ich gleich noch Videos, weil wir den Controllerhalter aufbauen werden. Alle beiden sind ja zwei verschiedene. Und mit dem Mann im Mond gucken wir uns dann noch an. Ja, also die kommen noch, definitiv die Videos, die werde ich jetzt gleich im Anschluss machen. Nicht wundern, dass ich noch Schal um habe. Mir geht es nicht so gut, ich bin immer noch krank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.